Was machen wir in der Region zur Person Rosa Luxemburg? Unsere Region, das ist Vietnam, Laos, Myanmar und Kambodscha. Und Rosa Luxemburg steht für mich für Werte wie Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Demokratie. Und wir arbeiten zur Person Rosa Luxemburg mehr indirekt, indem wir uns mit ihren Werten und mit den politischen Inhalten hier intensiv auseinandersetzen. Unsere Themen sind sozial-ökologische Transformation, soziale Gerechtigkeit und vor allem politische Teilhabe stärken und fördern in der Region. Und dazu machen wir mehrere Seminare, Workshops und so weiter, das Übliche. Wir haben das Buch Preis der Freiheit von Rosa Luxemburg hier im Englischen verteilt und auch Preis der Freiheit ins Vietnamesische übersetzt. Das findet Anklang, stößt auf Interesse. Dennoch muss ich sagen, dass die Person Rosa Luxemburg nicht besonders bekannt ist in Vietnam. Aber dafür sind wir ja hier, um einen Beitrag zu leisten, dass sie bekannter wird und vor allen Dingen, dass die politischen Inhalte, für die Rosa Luxemburg ihr Leben lang gekämpft hat, dass die vorangetragen werden hier in der Region.